freue mich sehr, dass ihr diesem Vorschlag so zahlreich gefolgt seid. Und ich finde, das müssen wir viel häufiger machen. Oder ich komme aus einer Kultur, wo ich sage, Vertrauen ist die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit. Als Basis muss das Vertrauen da sein. Dieser Haufen muss zusammenwachsen im täglichen Tun. Die müssen morgens auf die Geschäftsstelle kommen und sich fragen, wie machen wir den Verein besser? Wie helfen wir dem Trainer? Wie kann der Kollege im Fanshop noch besser werden? Etc. Das muss doch unser Antrieb sein. Und dafür brauchen wir Vertrauen und Miteinander. Und da sind wir jetzt langsam auf einem sehr guten Weg. Ich bin froh, dass Zecke und Benny bei uns sind. Als wir das Präsidium den Vorschlag unterbreitet habe als Geschäftsführer, die beiden für die sportliche Leitung, war ich zu 100% davon überzeugt, dass das die richtige und gute Wahl ist. Und ich sage jetzt an der Stelle, jetzt nicht der Spielverderber werden, es darf ja nicht dazu gehen, wer in blau-weißer Bettwäsche schläft, sondern wenn das auch noch der Fall ist, zu den fachlichen Qualifikationen, dann ist das wunderbar und die bringen beide mit. Und ich war nicht nur Mitglied in einem Team als Spieler, sondern ich war halt auch immer Fan. Und deswegen war mir immer wichtig, dass ich 100% gebe. Und es war auf dem Platz so und es ist heute noch genauso neben dem Platz so. Ich denke Tag und Nacht 24 Stunden daran, wie wir den Verein besser darstellen können, aufstellen können. Entscheidend ist heute die Gegenwart und die Zukunft. Und die können wir alle gemeinsam gestalten. Das hat uns geleitet in den 2,5 Tagen, ja, so in etwa 48 Stunden waren es, nur Sachen zu machen, die 100%ige Überzeugung mit sich bringen und die uns sofort helfen können und nichts zu machen, nur um was zu machen und danach zu sagen, ja, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 Transfers gemacht, die auch alle Geld kosten, aber uns vielleicht nicht sofort weiterbringen. Wir haben einen knallharten wirtschaftlichen Konsolidierungskurs ausgegeben, der notwendig ist. Und den müssen wir einhalten und solange ich in der Verantwortung bin, wird es der Fall sein. Und es geht aber immer nur zusammen, gemeinsam auch mit dem Sport zu sagen, wir haben einen gewissen Etat, wir haben Leute, wir haben eine super Akademie, seit Jahren gehören wir zu den Besten in der Liga und dieses Fund müssen wir heben und das können wir gemeinsam machen. Dieses Format übrigens dient auch dazu zu sagen, wo drückt der Schuh, wo sind die Fragen, was können wir auch mitnehmen. Wir haben sportliche Aufgaben vor uns, aber das werden wir schaffen. Warte ganz kurz, ich will einmal noch ganz kurz was sagen, weil das ist zu Tom. Er kommt, ich sehe ihn morgens und ich bin schon zeitig da, 8 Uhr, da ist er schon da. Und wenn wir so 21, 22 Uhr, man kann ja auch in der Zeitung ja lesen, dass wir mit dem Trainer essen waren abends. Das hat nur damit zu tun, weil wir sowieso schon den ganzen Tag sind. Und wenn wir reden sowieso immer mit ihm und dann sagen, komm, lass uns da zu essen gehen, dann wird daraus gleich eine Geschichte gemacht. Oh ja, jetzt was auch immer, jetzt kriegt er eine Ansage. Gar nicht, wir waren einfach essen, weil wir dann beim Essen halt auch gesprochen haben und sind dann gegen 23 Uhr nach Hause gefahren, was aber Tom jeden Tag macht. Und wenn er dann auf dem Weg nach Hause ist, dann ist er dann nochmal am Telefon und spricht da nochmal bis 12:30. Also erstmal für Tom bitte einen Riesenapplaus, weil er alles tut, dass wir unsere Hertha, dass wir da über Wasser bleiben. Nein, wir lassen uns nicht unterkriegen und wir müssen die handelnden Personen tatsächlich unterstützen. Und mir ist ganz wichtig, dass wir uns in der Stadt nicht auseinander dividieren lassen. Wir müssen mit Stolz, und das mache ich seit über fast 60 Jahren, die Fahne stolz tragen, ob wir verloren haben oder nicht, das zeigen und vor allen Dingen auch lautstark. Das war mir echt ein Bedürfnis heute. Jetzt ist der völlig falsche Zeitpunkt, die Hoffnung zu verlieren, sondern jetzt geht's los. Jetzt können wir die Geschichte schreiben, eine Identität entwickeln, einen Plan entwickeln, wie wir das wirklich nachhaltig und nicht mal eben kurz mit ein bisschen Geld, sondern nachhaltig besser machen können. Darum geht's. Thank you.